Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Minecraft Cobblemon. Wir haben in der letzten Folge ein paar Wasser-Pokémon gefangen. Wir sind hier gerade an einem, ja, an einer relativ großen Wasserfläche. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen weitermachen. Jetzt wird es allerdings gerade düster, deswegen legen wir uns mal, ups, schnell hin und schlafen eine Runde, sobald es denn geht. Noch nicht. Gut, dann nehmen wir das nochmal kurz raus. Den Ofen wieder zurück. So, jetzt aber. Sehr schön. Okay, wunderbar. Wir versuchen direkt nochmal irgendwie uns ein Pokémon zu fangen, die vielleicht sich im Wasser rumtreiben. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir eine größere Wasserfläche hier haben. Und vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Wir haben auf jeden Fall noch keinen Tentacher und das Carpador hat auch noch nicht geklappt. Das Carpador hat sich nämlich direkt verabschiedet. Oh, da, schaut mal, was wir da haben. So, bitte nicht wegschwimmen. Ich sagte, bitte nicht wegschwimmen. Ah, im Wasser kämpfen ist wirklich furchtbar. Hey. Kannst du bitte mal das Pokémon angreifen, was ich denn haben will? Oh, danke. Also, wir merken, Eisgebiete scheiße, Wassergebiete auch scheiße. Naja, wir probieren es mal mit einem Donnerschock. Ja. Ich bin gerade ein bisschen genervt, weil eigentlich nichts klappt irgendwie. Aber da kann man nichts machen. So, da ist noch ein Carpador. Carpador Level 19. Ja, also Wasserkämpfe sind definitiv auch unfassbar anstrengend, weil man halt die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nicht ertrinkt. Na gut, so, wir versuchen mal einen Rückzug-Hieb. Wahrscheinlich, wenn wir es jetzt nochmal machen, stirbt es wieder, aber wir müssen es probieren. Gut. Dann fangen wir das doch mal. Emolga stirbt auch, wenn es nicht im Kampf ist. Auch gut zu wissen. Jetzt haben wir gleich überall demnächst Erdstifte im Wasser stehen. Aber naja, was sein muss, muss sein. So, du bist immer noch ein Krabi, ne? Kein Kingler, ja. Okay. Und wieder ins Wasser. Mal gucken, was wir noch finden. Mal da. Ushas. Ushas, bleib doch bitte auch mal. Das will ich immer erst den Kampf beginnen und dann zusehen, dass man an die Wasseroberfläche kommt. Sonst ist man am Arsch.
So, Emolga. Ruckzuckhieb. Donnerschock. Ja, und dann ist es wieder direkt tot. Oh, Leute, ey, es macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß, im Gewässer zu kämpfen. Also entweder das Gegen-Pokémon stirbt direkt oder wir sterben direkt. Also ich habe das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen an Balancing in der Mod. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und ich spiele einfach nur Scheiße. Aber das hat so mit Pokémon noch nichts zu tun. Zumindest für mich nicht. Also so fühlen sich bei mir keinerlei Pokémon-Kämpfe in den originalen Pokémon-Spielen an. Aber nun. So, wo hatten wir eigentlich? Da vorne war unsere kleine Basis. So, ich würde gerade mal vorschlagen, damit wir mal was tun, wo ich jetzt nicht hier direkt die Lust am Spiel verliere, leveln wir einfach mal unsere Pokémon ein bisschen. So. Glutexo. Machen wir mal Glut. Und nochmal Glut. So, guck mal, haben wir doch mal ein Erfolgserlebnis. Und das gleiche hier auch nochmal. Glut. Glut. Metallklaue. So, weiter geht's. Haben wir eigentlich den die Kronjuwel gefangen? Ich bin mir gerade bei allem nicht mehr sicher, bei den ganzen Fails und Sachen, die geklappt haben. Haben wir gefangen. Schön. Gut, dann können wir den ja auch platt machen, wenn der jetzt nicht gerade, ja, ist Level 37. Da leveln wir doch mal. Wir versuchen es trotzdem mal hier mit Glutexo. Wir müssen das leveln, das nützt nichts. Okay, es ist verbrannt. Einmal noch Glut. Sehr schön. Das Glutexo Level 29. So kann es doch weitergehen. Ist hier noch irgendwelche Pokémon für uns da vorne? Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist gut. Vielleicht spawnt denn ja auch mal wieder ein Ditto. So. Dann als nächstes auch unser Emolga mal ein bisschen leveln. Donnerschock haut es natürlich direkt weg. Volley erledigt und Emolga Level 26. So. Komm mal her. Bonita. Aquawelle. Und nochmal Aquawelle. Bonita droppt auch Leder, ist auch schön.
So, kurz einmal Pokémon heilen. Und dann geht's wieder zurück. Glut. Glut. Textor hat Flammenwurf gelernt. So, so wird auch ein Schuh draus. Gucken wir mal. Attacken, wir brauchen, was war es nochmal? Spezialangriff. Flammenwurf ist leider. Moment, Flammenwurf passt. Flammenwurf hat genau die passende Attacke. Sehr schön. Was haben wir denn noch so? Wir haben sonst nicht viel. Dann lassen wir es da mal bei. Dann wollen wir das doch mal direkt ausprobieren, unsere neue Attacke. Gutexo, Flammenwurf. Ah. Das tut gerade gut. Vielleicht bekommen wir ja dann jetzt bald, ich weiß gar nicht mehr, Level 32 oder 36. Wann entwickelt sich Gutexo? Aber da sollten wir, glaube ich, darauf hinarbeiten. Und so wird auf jeden Fall auch ein Schuh draus. Level 45. Das greifen wir nicht an. Paralysiert. Sehr schön. Noch eine Verfolgung. Ruckzuckhieb. So, hat Emolga wieder Erfahrung bekommen. So, jetzt sehe ich hier gerade gar nichts mehr. Liegt auch immer daran, ich habe hier Lampen, die mich beleuchten. Und wenn man quasi von außen herum über Licht hat und dann auf einen dunklen Bildschirm starrt, dann sieht man da nicht sehr viel. Aber gut, wir bleiben trotzdem mal ein bisschen hier im Dunkeln, weil hier gerade auch nicht so viele Monster sind. Vielleicht finden wir ja dann im Dunkeln noch was, was wir noch nicht haben. Das ist mein Gedanke dahinter. Während wir hier die Pokémon ein wenig weiter leveln. So, was hat jetzt Gutexo gelernt? Funkenflug. Ja, behalten wir mal. Also wir werden sicherlich das Ganze noch austauschen. Zum Beispiel, wenn wir uns denn, wenn das dann zu Glurak sich weiterentwickelt, dann nehmen wir hoffentlich noch irgendwie eine Flugattacke mit rein. Aber bis dahin behalten wir es dann erstmal. Flammenwurf. Wunderbar. Luffeluff. Luffeluff haben wir, glaube ich, noch nicht. Das sollten wir nicht gleich töten. Sprach er und tötete es. Ja. Gut, rennen wir mal weiter hier. Töten alles, was wir finden. Hier, Volley, muss auch dran glauben. Kämpfen, Flammenwurf. Ah, Flammenwurf ist auf jeden Fall.
deutlich hilfreicher als Glut. Glut ist natürlich auch wirklich eine schwache Attacke. Das ist ja auch die erste Feuerattacke, die so ein Pokémon in der Regel lernt. Flammenwurf sieht es ja ein bisschen anders aus schon mal. Level 33. Wunderbar. Weiter geht's. Ein One-Shot. Also wie man sieht, die Pokémon droppen halt teilweise Items, die auch Vanilla-Pokémon, die auch Vanilla-Pokémon, die auch Vanilla-Mobs droppen. Sowas wie Wolle und Fleisch. Das heißt, eigentlich fände ich es besser, wenn man die Mobs wirklich komplett ersetzen kann. Wie gesagt, ich habe das in der Weltauswahl ausgewählt, aber scheinbar ist das noch nicht so wirklich implementiert. So, jetzt machen wir hier nicht gleich zu viel Schaden. Das wird jetzt nichts. Wir müssen versuchen, es zu fangen, sonst ist es tot. Wunderbar. Molga zurück. Und nochmal Flammenwurf. So klappt das mit dem Leveln auch. Und ein Flammenwurf. Okay, also scheint Level 36 zu sein, die Entwicklung von Glutexo. Machen wir einmal noch mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Fleisch, was wir braten können. Ja, wir rennen und rennen und rennen einfach rum, zwischendurch mal heilen, auch um die Angriffspunkte wieder aufzufüllen und den Attacken. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was an Fleisch zusammengekommen. Ich würde sagen, das braten wir auch einfach mal. Okay, Fluffeluff hatten wir auch schon. Macht aber nichts. Geh mal da runter an den Strand. Oh, was bist du? Du bist wieder eine Krabbe von Quark. Kein Pokémon. Fleckmon haben wir, meine ich schon. Obwohl, nee. Ich glaube, das war in einem anderen Spielstand. Eggman versuchen wir mal zu fangen. Donnerschock. Und nochmal. So, das ist eine gute Voraussetzung zum Fangen. Schön, das hat geklappt.
Okay, so, weiter geht's. Jetzt geht die Sonne auf. Frage, ob der Regen dann auch aufhört. Ja. Wunderbar. Auch wenn wir leider nichts gefunden haben, was für uns interessant sein könnte. Teiglau bringt da nicht viel. Feuerodem, das ist schon besser. Okay, ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe, dass die Zeit der Folge schon wieder rum ist. Tatsächlich, jetzt sind wir hier gerade viel rumgerannt und haben mal wieder Pokémon gelevelt. Muss leider zwischendurch auch mal sein, weil sonst kommen wir halt nicht weiter. Wir haben das ja in den Folgen davor gemerkt. Entweder wir töten alle Pokémon direkt. Aber deutlich häufiger töten die uns direkt. Gut, dann sehen wir uns in einer hoffentlich weiteren Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und dann auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Tschüss.